glaube, man kann auch nicht schneller als so rennen. Also ich habe schon mit dem Boost-Dings versucht. Wie beim Fliegen, aber... passiert nicht. Die Kamera ist auch manchmal richtig blöd. Man kann aber sehr schön viele Bohnen sammeln. Das ist sehr gut. So, 305. Ach, komm schon. Da sind die Gnome und sowas und die Schnecken. Und jedes Mal die gleiche Szene. Nach riecht es hier. Er kann auch von dort anfangen. Scheiß Troll. Vor allem Bretter, ja. Ist alles aus Stein. Aber wir haben Bretter da. Alles klar. Mal wissen, so tun können, als wenn er durch die Felsen geschmissen. Bei PlayStation 2 war es auch, ja, wie gesagt, da musste man gegen den Troll kämpfen. Da musste man jemand dauernd seinen Knüppel auf den Kopf hauen. Mit einem Zauber extra mit Wingardium Leviosa. Das wäre sehr cool gemacht eigentlich. So. Hier waren wir auch schon mal. Es müsste eigentlich gleich der Endspurt sein hier. Ja, gespeichert hat er schon mal. Okay, wir müssen als nächstes nur noch von hier. So, jetzt sind wir im Klo. Okay, wir sind bis zum Klo gerannt. Und jetzt ist er am Klo eingesperrt. Na toll. Na, das habt ihr ja klasse gemacht. Ach, vielleicht kommt ja doch die Zähne jetzt mit dem Troll verhauen. Ich mache jetzt einfach immer Double Dauerfeuer. Fast jetzt in der Luft. So, nun noch. Okay, es geht langsam. Na, nun mach mal mit dem Knüppel, Digga. Mach mal hinne. Nein, fass ihn an. Komm. Und man kann nicht mal weiter ran. Dass er halt Ron nicht trifft. So, du mach doch mal hin. So viel Klos kann er doch gar nicht mehr haben. So viele Toiletten und so viele. Ach, schon wieder erwischt. Mach doch mal hin. Ach, komm schon, echt jetzt. Habe ich aber langsam die Schnauze voll. Er wirft immer schneller, ne? So, erwischt, jetzt haben wir ihn. Alter, Ron, Junge. Hast du ihn kalt gemacht? Nee. Ich glaube, er ist. Der schläft. Los, wir verschwinden von hier. Der pennt nur. Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder beim Quidditch. Und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts.
Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Oh! Willkommen beim Quidditch. Ich heiße, bin der Kommentator. Der Sound hängt auch echt extrem hinterher. Lasst uns mit dem Quidditch-Spiel beginnen. Ja. Da ist der Schlatz! Da kommt der Super von Ravenclaw! Oh. Oh, was? Okay, das ist noch schwieriger. Da kommt der Super von Gryffindor. Bleib dran, Harry. Da kommt ein Klatscher. Seht euch nur die Super an. Zeig uns, was du drauf hast, Harry. So. Diesmal ging es schneller. Wir wussten ja auch schon in etwa, wie es funktioniert. Also man muss in den Keim von dem Super rein, von dem Schnatz. Und dann muss man einfach nur fangen. Das war Quidditch mit Lee Jordan. Dank Harrys ausgezeichneten Fähigkeiten als Sucher gewann Gryffindor das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw. Später gibt es nur noch 150 Punkte für den Snatch. In Hagrids Hütte. Am Anfang war es halt so, dass immer das Spiel gewonnen wurde. Dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. Harry packte das unerwartete Weihnachtsgeschenk aus. Etwas Weiches, Silbernes glitt hinaus. Es ist ein Tarnumhang, rief Ron. Davon gibt es nur ganz wenige. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang zur Aufbewahrung überreicht, las Harry. Vor allen Dingen Ron sagt, es gibt nicht so viele davon, das ist der Umhang von den Heiligtümern des Todes. Harry probierte den Umhang an und dann halfen ihm Ron und Hermine bei den Vorbereitungen für den Aufstieg zum Turm. Sei vorsichtig, Harry, sagte Hermine. Wenn du einen Zauber verwendest, bist du nicht mehr unsichtbar. Filch könnte dich dann erwischen. Oh, das war auch eine blöde Mission mit dem Filch in der verbotenen mit Abteilung. Mit Norbert im Gepäck machte sich Harry auf den Weg zum höchsten Turm. Er hoffte, dass er sich mit seinem Tarnumhang unbemerkt an Filch und seiner Katze Mrs. Norris vorbeischleichen könne. Das war so kacke gemacht. Hä? Was war das? Nichts. Ein Geist. Uiuiui. Ach so. Ah, okay. Oh je. Wo ist er denn jetzt hin? Bete, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Was schreit er denn auch so, ne? Oh, wartet mal. So, ja, die Sonne hat mich ein bisschen geblendet. Jetzt habe ich das ein bisschen runtergedreht. Oder jedenfalls einen Laken davor gespannt.
steht etwas ungünstig, immer die Sonne denn direkt in, auf dem Monitor. Muss man nur auch ein bisschen ändern. So, wir sind erstmal noch unsichtbar. Oh, da hat das was gehört. Oh, guck mal, der hat sogar einen Geheimgang. Oh. Oh. Die Geräusche sind immer herzallerliebst. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn er... Da ist er nämlich schon wieder. Diese Sackratte. Nein! Okay, man darf nicht zu nah ran. Nun ja, jetzt ist der Ärger da. Ja, Fisch, nun ist der Ärger da. Jetzt ist der Ärger da. Fidgy Boy. Das war hier, also hier ist es ein bisschen besser gelöst. In der PlayStation-Version war das extrem. Nein, was? Oh, der wird da. Der wird ja immer schlimmer, der Typ. Und nochmal, ein drittes Mal. Ich wollte nämlich gerade sagen, bei der PlayStation 2 Version ist es ein bisschen blöder gemacht. Weil da muss man auch springen die ganze Zeit und sowas. Aber hier ist es ja auch ätzend. Mensch. Nichts Aha. Da gibt es keine Aha. Wahrscheinlich hätte man auch von hier oben den Zauber machen müssen. Ich glaube nicht, dass er von hier oben hochkommt. Ja, was machst du denn jetzt, hä? Du Sack. Geht er darum? Und tschüss. Und er benutzt wieder seinen Geheimgang. Das ist eine Kakerlake. Ja, Fisch war sowieso unsympathisch. Am Anfang ging er eigentlich. Aber dann, wo er mit Umbridge zusammenarbeitet hat und wo er es richtig cool fand mit der, das war echt scheiße von ihm. Das war echt scheiße. Und im Buch erfährt man ja auch, warum er nur Hausmeister ist. Er wollte nämlich auch früher mal Zauberer werden. Aber... Da, es gab ein ganz bestimmtes Wort. Er ist nämlich, er stammt zwar von der Zaubererfamilie. Er stammt zwar von der Zaubererfamilie, aber... Komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. Aber er konnte keine Zauber. Also er war nicht Zauberer begabt. Und dann heißt er irgendwas mit S, Skrull oder sowas. Ein Skrull. Das sagt Malfoy aber auch im Film. Da nennt er ihn nämlich auch mit dieses eine Wort. Aber das wird später, oder das wird gar nicht richtig erklärt. Obwohl es eigentlich sehr wichtig ist. Ein Eindringling im verbotenen Korridor. Nee. Ist er jetzt eigentlich abgehauen? Nee, der ist hier unten. Och, weil er... Jetzt ist der Ärger wohl da. Na nun. Nun ist der Ärger aber Rabatzwutz da.
Nun ist der Ärger aber auch schon da. Also er springt nicht da hoch. Also wird es wahrscheinlich nicht so... nicht so gemeint sein, also dass er wirklich da lang muss. Was geht hier vor? Nichts. Wer war das? Jemand ist an mir vorbeigegangen. Ja? Krass. Krass, krass, krass. Fidschi. Ja, jedenfalls wird er mit einem Wort benannt, aber das wird gar nicht richtig erklärt. Wir machen jetzt mal das hier. Ah, jetzt geht das da. Wie komme ich bloß dort hinauf? Ja, mit dem Bücherregal, du Pfeife. Das wird nämlich gar nicht richtig erwähnt oder gar nicht richtig drauf eingegangen. Das wird im Film, also im Film nicht direkt erwähnt, was los ist, aber im Buch wird das genau erklärt, was los ist. Und deswegen ist er nämlich auch so angepisst auf die ganzen Schüler, weil die alle zaubern dürfen und machen und dürfen und er darf gar nichts, ne? Komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. Ja, ja. Ein bisschen kann man ihn ja da verstehen, ne? Ich glaube nicht, dass da oben irgendwas ist. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Man kann ja auch nicht sehen, ob man irgendwas einsammeln muss oder so. Sammel 24 Bildkarten und 250 Bohnen, alle Geschmacksrichtungen. Dann besiege den, dessen Namen nicht genannt werden. Dann kriegst du diese Karte. Also ein paar fehlen uns noch. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Karten fehlen uns noch. 12 Karten. Also die Bohnen haben wir schon. Wir brauchen nur die ganzen Karten noch. Ach doch, wir müssen doch da rein. Alles klar. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir... soll da nicht hin reinlaufen in ihm. So, dann springen wir hier rüber. Dann da. Und dann da. Und dann sind wir schon durch. Jetzt müssen wir bloß... Was war das? Da ist auch nochmal ein Kerker. Aber da kommt man. Ich glaube nicht, dass man da hinkommt. Ja doch, das ist jetzt hier auch aufgegangen. Das war vorher nicht, ne? Doch. Aber da konnte... ah, man konnte trotzdem hier nicht rein. Hm. Guck mal, kann man nicht? So, muss irgendwo ein anderer Schalter sein. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ah, jetzt ist es auf. Jetzt ist es auf. Da müssen wir wahrscheinlich auch gleich hin. Dann wird er immer im Kreis laufen und wir müssen dann extrem vorsichtig sein. Sonst erwischt er uns. Der Fidschi. Aber wenn man auf die Bücherregale drauf läuft, dann geht das eigentlich. Ach Mist, das ist von der Seite. Lol. Habe ich nicht drauf geachtet, auf welcher Seite das Gitter aufgegangen ist. Aber okay, wir haben es ja. Lumos. Lumos Maximus. So, okay, da sind die Treppen. Müssen wir mal schauen. Nein, er läuft da lang.
Okay, also er stört uns hier nicht. Das ist ja schon mal gut. Ich hätte nämlich gedacht, dass er hier in der Mitte immer hin und her läuft und dass man da ganz schnell hoch muss. So, jetzt sind wir erstmal hier. Da geht's rein und da ist ein Lumos. Okay. Also wir müssen ganz nach oben. Da ist der nächste. Ah. Okay, er geht in seinen nächsten Geheimgang. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich hier irgendwo auftauchen. Na, das geht ja alles noch. Ne? Das Festhalten sieht halt immer ein bisschen sehr komisch aus. Nein. Und dann springt er erstmal runter. Weil er ein Vollidiot ist. Bei Harry Potter Lego, also Lego Harry Potter, da sieht es auch sehr cool aus. Das ist auch richtig cool gemacht.